PSN ist wieder da. Starten wir doch einfach mal eine Multiplayer-Runde Killzone 3. Ich nehme mal den Infiltrator mit einer Shotgun. Secondary kann ich nichts nehmen. Proximity Mine ist noch nicht freigeschaltet. Skill 0 und press X to spawn. Dann schauen wir mal, wie ich mich so anstelle. Ich spiele zum ersten Mal heute. Ja, die Grafik ist ja schon mal von Killzone überwältigend. Steuerung habe ich ungefähr noch im Kopf. Okay, vielleicht auch nicht. Ah, hier war das, genau. Kann ich mich schön verkleiden als Gegner. Dann schön von hinten nehmen. Bisschen schwul, der Infiltrator vielleicht. Zwei Bots. Wo sind die Hellgäste, ey? Ich war verkleidet, der trifft mich trotzdem. Okay. Na, wir spawnen mal hier. Wieder als Infiltrator. War ja komisch, er schießt einfach drauf los. Vielleicht kann er mich enttarnen, aber Sniper, ich glaube nicht. Habe ich nicht in Erinnerung, dass es so sein kann. Wie viele Leute sind denn hier überhaupt? Ist voll, meine Güte, ich sehe keine Sau. Alle haben sich gleich auf PSN gestürzt, ja klar. Yeah, erster Kill. Bam, stirb. Einmal schnell nachladen. Kommt der hin? Ja, ist schon tot. Wer bin ich? Maskiert eliminieren. Perfekt. Ah, da hinten läuft schon einer. Boah, Killzone 3 ist echt geil. Viel Atmosphäre. Aber eine Proximity Mine, was für ein Scheiß. Ja, ich habe das Spiel auf Englisch, weil ich die deutsche Sprachausgabe zum Kotzen finde. Das ist echt grottenschlecht. Ich habe es direkt umgestellt. Also damit komme ich gar nicht klar. Einmal natürlich wieder verkleiden. Ich bin Elfter. Ist das jetzt gerade Bodycount? Ne, Search and Destroy war das, genau. Geh mal hier hoch. Vielleicht mal ein bisschen langsamer. Ah, Scheiße. Wie bin ich denn mit dem zusammengestoßen? Ist ja komisch. Ich glaube, dadurch verliert man auch seine Tarnung, wenn man so zusammenstößt. Search and retrieve. Locate the objectives and bring them to the designated area. Targets are crucial to this war, gentlemen. Ich geh mal ein bisschen außen rum, mal gucken, wen ich da finde. Ah, ist schon scheiße, da lang zu gehen. Gehen wir mal lieber hier lang. Könnte ein Sniper wieder sitzen. Ab da hinten ist schon einer. Ich hab mich geschossen, glaube ich. Ja. Ich hab zwar meine Tarnung verloren, aber ist mir jetzt auch egal. Ein bisschen hinter die Gegner kommen, ist ein bisschen schwer. Ah, Scheiße. Ja, vielleicht sollte ich mal... Ich kann nur Shotgun nehmen, aber ist mies. Nichts freigeschaltet. Field Medic, Engineer, Marksman, Tactician, Infiltrator.
Hm, wen nehmen wir denn da? Tactician mag ich nicht so. Oh, Field Medic. Muss ja an der Front heilen gehen. Okay, wie soll ich bei meinem Team bleiben? Hey, irgendwie sind die so komisch versteckt, habe ich das Gefühl. Ey, der blockt mich von hinten und ich gehe drauf, ey. Ja, natürlich wieder richtig schlau. Genial. Ich mach den Field Medic aber nicht, ich bleib beim Infiltrator. Options, ne, Options will ich nicht. Wo kann ich denn? Career Unlocks, da wollte ich gucken, genau. Infiltrator. Was brauche ich dafür? Ah, ich muss den Rang wahrscheinlich aufstellen. Alles klar. So irgendwie immer außen rum zu kommen, du bist hier irgendwie nie einer. Ah, da unten sind irgendwie alle. Das ging aber schnell. Holy fuck, es ist ziemlich schwer. Ein Spiel zum ersten Mal. Toll, nur es sitzt, weil ich nicht zielen kann. Toll, wieder nur es sitzt. Und wirklich näher ran. Kurz hier warten, da war einer. Vielleicht habe ich wieder mein Ding. Ja, lass den mal da hingehen. Scheiße. Ja, wunderschön. Boah, also man geht ja richtig schnell drauf. Wenn man nicht wirklich nah mit der Shotgun kommt, ist es ziemlich kacke. Ah, ich hab mal Lust jetzt im Marksman zu spielen, mein Sniper. Weil das so eine offene Ebene, da könnte man vielleicht gut was wegräumen. Aber ich muss mir sowieso erstmal den PS3-Controller gewöhnen, ich spiele sowieso fast bei Xbox oder halt PC. PS3 ist Neugebiet für mich. Obwohl ich eigentlich schon die PS1, PS2 jahrelang immer gezockt habe. Die PS, also die PlayStation im Hintergrund geblieben für mich. Ja, viel geklaut, ne? Search and destroy. Defend the target zone. Disarm any charges set by the Hellcat. Don't let them blow it up. Ah, nein, da schießt schon einer auf mich.
kein Headshot. Ich wollte einen Headshot haben, aber egal, dann sagst du auch der schön auf den Weg. Ah, oh, scheiße. Das ist ja krass, wie schnell man drauf geht. Ein paar Schüsse sind schon tot. Also die sind natürlich wahrscheinlich auch schon viel höher im Rand.